Es stimmt tatsächlich, wer ausgeschlafen auf Geschäftsreise ist, hat nicht nur erfolgreichere Meetings, sondern kann auch einen Jetlag deutlich leichter verhindern. Und deswegen habe ich jetzt ein paar Tipps und Tricks für euch zusammengestellt, wie ihr nicht nur ausgeschlafen in Meetings ankommt, sondern wie ihr auch wunderbar wieder einschlafen könnt. Diese intelligente Schlafmaske soll tatsächlich dafür sorgen, dass ich nicht nur gut einschlafe, sondern vor allem sehr erholt aufwache. Ich frage mich allerdings, was unterscheidet eine Schlafmaske, die über 100 Euro kostet, von einer Schlafmaske, die gerade mal 10 kostet? Ganz uninteressant ist das Ganze tatsächlich nicht. Diese Brille misst meine Gehirnströme und kann so feststellen, wann ich in einer leichten Schlafphase bin. Und sollte ich tatsächlich aufwachen, dann passiert das Ganze deutlich sanfter, als ich es sonst gewohnt bin. Auf der anderen Seite sorgt sie dafür, dass ich auf einer Tiefschlafphase nicht zu abrupt aufwache und somit wie gerädert am nächsten Morgen dastehe. Zudem gibt es diese zwei In-Ear-Kopfhörer, die auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Geräusche um mich herum absorbiert werden, aber mir auf der anderen Seite auch wohlklingende Klänge direkt ins Ohr geben, sodass ich besser einschlafen kann. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, dann schalten sich die Klänge automatisch aus. Sieht aus wie ein Schal, ist aber tatsächlich ein Nackenkissen. Und zwar nicht, wie ich es klassischerweise kenne, sondern laut Hersteller sogar das bessere Nackenkissen. Liegt natürlich vor allem an der Ergonomie und dass es dafür sorgt, dass man sehr entspannt dort ankommt, wo man zum Beispiel geschäftlich hin möchte. Ich werde mir das Teil jetzt gleich mal anlegen und eins könnt ihr mir jetzt schon glauben, entweder liebt man es oder eben nicht. Die Sleep Buds von Bose versprechen einen ruhigeren Schlaf. Dabei greifen sie nicht auf die gekannte Noise-Canceling-Technologie zurück, sondern auf eine neue Art der Geräuschüberdeckung. Denn hier kommt keine Musik raus, sondern voreingestellte Geräusche und du musst also nur noch überlegen und auswählen, mit welchem Geräusch du am liebsten einschlafen willst. Bose verspricht übrigens, dass diese Teile während des Schlafens nicht rausfallen, zudem gibt es sie in drei unterschiedlichen Größen. Und wem das Ganze von Bose zu teuer sein sollte, dem sei gesagt, es gibt selbstverständlich auch noch andere Hersteller, auf die ihr zurückgreifen könnt. Ich kann übrigens jeden verstehen, der keine Lust hat, nachts mit In-Ear-Kopfhörern zu schlafen. Ich bin da ganz ähnlich und deswegen habe ich auf eine App zurückgegriffen, die nicht nur genau das Gleiche liefert, sondern auch noch deutlich günstiger ist als die Kopfhörer von Bose. Das Teil nennt sich Mein Noise und ich kann jede Menge unterschiedliche Geräusche abspielen, suche mir dann eins aus und kann wie an einem Equalizer direkt die Frequenzen einstellen. Und dann heißt es wirklich sehr, sehr gute Nacht. Ein Zwischenstopp am Flughafen und einfach mal ein paar Stunden relaxed schlafen. Tja, darauf hätte man früher noch mit dem Satz "Und wovon träumst du nachts?" geantwortet. Heute ist das tatsächlich Realität und an immer mehr deutschen Flughäfen tatsächlich möglich. Sogenannte Schlafkapseln geben dir oder wem auch immer die Möglichkeit, sich einfach mal für ein, zwei Stunden wegzusperren und zu schlafen. Du nimmst das Gepäck sowieso direkt mit rein, das heißt, gestohlen wird da gar nichts. Kosten, naja, geht so zwischen 10 und 25 Euro, das variiert tatsächlich von Flughafen zu Flughafen. Aber es lohnt sich. Gerüche helfen beim Einschlafen und sorgen zudem auch für einen besseren Schlaf. Ich selbst habe das früher nicht wirklich glauben können, bis ich mich eines Besseren habe belehren lassen und seitdem führe ich zum Beispiel immer diese Lavendeltropfen in meinem Handgepäck mit. So viel zum Thema besser schlafen auf Geschäftsreise. Falls ihr noch den ein oder anderen Tipp für mich habt, schreibt das gerne hier unten in die Kommentare rein. Ich werde das allerdings erst morgen lesen, denn ich hau mich jetzt erstmal aufs Ohr.